Hallo Leute, heute bauen wir im Minecraft-Tutorial mal einen Zug, eine Zugmaschine und mein Menü ist hier vorne wieder vollgeklatscht. Es wird recht groß werden, deswegen fangen wir direkt schon mal mit an. Also unter der Zugmaschine lasst ihr erstmal einen Platz frei, einen Block frei. So, dann zieht ihr mal fünf Blöcke hier entlang. Ihr könnt irgendeine Farbe nehmen, die ihr möchtet. Ich habe jetzt hier mal die blaue Wolle genommen. Ja, die gefiel mir ganz gut. So, dann kommen hier noch zwei Blöcke vor. So, also hier zwei und hier drei Blöcke. Fünf breit wird die ganze Zugmaschine werden und 24 Blöcke lang wird die werden. So, dann habe ich mich auch noch für Orange entschieden. Es ist immer gut, dass ihr zwei verschiedene Farben habt, beziehungsweise drei, weil später kommt noch eine dritte Farbe ins Spiel. So, da sieht das halt alles nicht so langweilig aus. So, das ist auf jeden Fall schon mal der Anfang hier. Das ist hier die vordere Seite. So. Ja. So. Dann können wir mal ein bisschen. Die Zugmaschine braucht jetzt erstmal einen, wie soll ich das nennen, einen Unterboden. Also diese Steinstufen. Die hätten wir auch schon vorher machen können. Aber ich mache es halt jetzt so. Die setzt da komplett mal hier einmal drunter. Das ist jetzt ganz wichtig, weil jetzt bauen wir 24 Blöcke in diese Richtung da hinten. Jetzt haben wir ja schon 5. Genau. So. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 24, ich sagte ja 24, ne? Da war ich schon fast zu schnell. So, 5 breit, haben wir 5 breit. Ja, perfekt. Machen wir erstmal komplett hier dieses Grundgerüst fertig, dann kann man sich das schon mal bildlich besser vorstellen und man kann besser weiterbauen. So, hier auch weiter, hier auch weiter. So, belassen wir es erstmal hierbei. Erstmal wird der ganze Außenbereich fertig gemacht. Dann nehmt ihr den Streifen, der geht hier ein wenig runter, hier so diagonal. Also nicht auf dieselbe Höhe lassen. Bis hierhin. Hinten lasst ihr ein bisschen was frei. Die andere Seite natürlich auch. Er ist ein bisschen Flächenarbeit diesmal bei diesem Tutorial dabei. Ist ja nicht ganz so oft. So, dann nehmen wir mal wieder dieses schöne Blau. Dieses Königsblau oder Marineblau, wie man es nennen möchte. So, beide Seiten natürlich. So, wir können auch schon mal hier Boden reinsetzen. Ach, habe ich schon drin, ne? Den ganz normalen Boden. Man kann natürlich irgendeinen Boden nehmen, aber ich nehme es halt immer so ein bisschen einfach rustikal gehalten. Es ist ja hier eine Zugmaschine, ein Zug ist es ja. Da kommt es nicht auf jedes Detail an. So, jetzt machen wir das mal hier komplett einmal zu. So, so können wir schon mal die ganze Zugmaschine mal betrachten. So, na, wo wir schon mal dabei sind, ziehen wir das jetzt hier auch noch mal kurz lang. Oh, balla. Auch noch mal hier blau, komplett. Man kann die natürlich auch in rot machen und den Strich da unten schwarz machen oder weiß machen. Da gibt es ganz viele Variationen. Sehen wahrscheinlich auch sehr viele Variationen geil aus. Ich habe mich jetzt einfach mal spontan für diese Farben entschieden. So, jetzt brauchen wir mal Glas. Wo ist denn das Glas? Wir brauchen schwarzes Glas, also den Glasblock brauchen wir. Dann brauchen wir schwarz gefärbte Glasscheibe, die haben wir schon drin, super. So, dann nimmt er erstmal hier die ersten drei, macht er so mit ganz normalen, mit den Glasblöcken. Und an der Seite die Glasscheibe. So, zwei entlang. Hier auch. So, schön. So sieht das ja schon mal ein bisschen nice aus. So, jetzt kümmern wir uns mal hier rum. Oh Gott, jetzt muss ich mir gerade mal wieder hier einen Boden frei machen hier, damit ich hier drunter komme. Oh, mal hier ansetzen. Genau. Jetzt haben wir wieder so einen Anfang hier. Zack. So, die Löcher, die stopfe ich auch immer sofort, weil die stören mich dann halt. Hoppala, es sieht immer so unsauber aus. Wir arbeiten hier ordentlich. Das da unten ist nur ein Schatten. Das sieht zwar aus wie ein Loch, aber es ist nur ein Schatten. So, dann brauchen wir mal Knöpfe, Schalter. Keine Knöpfe. Und wir brauchen dann noch dieses ganz normale Schild. Das ist jetzt hier die Vorderansicht. So, hier kommt das Schild hin. Könnt ihr irgendwas draufschreiben, müsst ihr aber nicht. Hier unten habe ich vergessen, da kommt nochmal so der orangene Block hin. So, seht ihr das? Schön, ne? Wo haben wir denn diese Steinstufen? Da machen wir drei Stück hier vorne hin. Dann kommen hier nochmal zwei hin. Und hier kommen nochmal zwei hin. Auf der anderen Seite genau dasselbe. So, so. Dann kommt auch ein ganz wichtiges Element. Wir brauchen einen Zaun hier, oder ein Eisengitter, heißt es in diesem Texture Pack. Das ist das Stadt-Texture Pack, was ich hier benutze. Dann machen wir komplett mal hier die Eisengitter an den beiden Seiten und hier vorne hin. So, da
damit das schon mal ein wenig aussieht wie ein Zug. Dann brauchen wir einen Teppich, beziehungsweise ein bisschen mehr. Nimmt er dann die Farbe, die ihr hier oben drauf schon habt. Da so ein blauer Teppich drauf einfach. So, apropos blau, wo ist mein Block hin? Der ist weg. Macht nichts. So, dann setzt er hier komplett in blau drauf. Oh. Die Ecken hier, lass da frei dir. Weil sonst ergibt das eine komische Form. So, zack. Dann können wir jetzt auch, wir ziehen das mal eben hier komplett lang. Wir werden hier gleich noch ein Muster reinarbeiten. Aber das kommt erst nicht gegen Ende. Das dauert noch ein wenig. Wir sind ja noch gerade ein bisschen hier. Wir können schon mal das Dach komplett hier einmal so zumachen. Dann haben wir diese grobe Flächenarbeit schon mal hinter uns. Dann können wir uns um die kleinen Dinge kümmern. So. Man kann natürlich auch noch einen Motorraum machen oder hier die ganzen Elektrizitäten reinbauen, die so ein Zug in sich hat. Kann man alles machen, natürlich. Man kann natürlich hier auch irgendwelche Fahrerkabinen reinbauen oder keine Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Platz haben wir ja richtig viel hier. So, ich bräuchte jetzt mal einmal kurz, wenn wir schon hier hinten sind, die Kolben. Das ist ganz egal, welchen ihr nimmt. Ich nehme jetzt mal den nicht haftenden. So, so. Dann brauchen wir Orange hier in die Mitte. Und ziehen das jetzt hier mit Blau zu. So. Jetzt mache ich hier komplett zu. Außer hier oben, da lasst ihr ein bisschen was frei. Das ergibt eine schönere Form, als wenn wir das jetzt hier auch noch so zumachen. Dann haben wir noch das Gitter drin. Das Gitter ist schon wieder weg. Das Gitter brauchen wir einmal. So, macht er hier so ein Gitter hin. Zack. Und dann brauche ich nochmal hier diese, genau, diese Pflastersteinmauern. Da setze ich einfach zwei Stück hier nebeneinander. Zack, zack. So, so haben wir die Hinterseite auch schon fast fertig. Dann schauen wir mal hier vorne. Ja, hier, wir brauchen den Teppich nochmal kurz. Da habe ich den schon wieder rausgeschmissen. Ach, das Menü ist einfach zu klein hier. Ah, den Teppich, da ziehen wir, machen wir hier auch drei Blöcke hin. Dann brauchen wir auch was ganz Wichtiges. Wo fangen die Scheiben an? Also, wo die Scheiben aufhören, also ab hier. Da setzt er dann diese Steinstufen hin. Bis ein vor dem letzten Block hier am Ende. Ah, der war schon zu viel. So, machen wir jetzt komplett hier mal so zu. Hier auch nochmal. So, dann lasst da drei Blöcke hier vorne frei. Nimmt immer einen raus und immer drei Blöcke freilassen. So, dann passt das nämlich hier. Da haben wir überall drei Blöcke zwischen frei. Dann brauchen wir, wo ist der Glasblock, der schwarze? Da ist er wieder. Schwarze Glasblock. So, setze überall mal einen schwarzen Glasblock hier rein. So, tada. Ja, es wird langsam, Leute, es wird langsam. So, jetzt kommt dieses tolle Muster. Also es kommt die dritte Farbe ins Spiel. So. Bevor wir das machen, werden wir erstmal die Schilder besser dran bauen, weil es kommen hier noch drei Schilder hinter an den Fenstern. So. Seht ihr das? Da kommen drei hin. Hier kommen auch drei hin. Ist ganz einfach zu merken. Schilder bei diesem Tutorial immer nur im Dreierpack. So, weil jetzt kann ich nämlich hier zwei Blöcke rausnehmen. Zack. Jetzt werden wir dieses Muster hier reinarbeiten, wovon ich gerade gesprochen habe. Jetzt haben wir dann diese drei Farben, seht ihr das? Orange, Blau und Weiß. So. Hier auch nochmal zwei. So, so, so. Und da muss ich noch was machen. Der muss weg. Und der muss weg. Jetzt passt das aber, ne? Ja, genau. Ist wie so eine Art V. Jetzt nimmt er hier die Mitte raus, die blauen. Zack. Und setzt dann einfach diese Steinstufe hier oberhalb rein. Das soll so ein bisschen anzeigen, so suggerieren, dass dahinter so der Motorraum sich befindet. Auf jeden Fall, dass da sich Technik hinter befindet. So, an der anderen Seite natürlich auch. Da die beiden raus. Könnt ihr direkt sehen, ab den Schildern hier, ne? Was mache ich denn jetzt hier? Hier der erst hin und der erst hin. So. Naja, im Endeffekt wird das ja dasselbe Muster hier. Da kann man nicht viel falsch machen. So, da auch nochmal zwei. Da und da. Haben wir das Muster auch hier schon mal erledigt. So, dann, ah ne, ja, hier die Mitte müssen wir auch noch rauskriegen. Ich war schon wieder einen Schritt weiter. Ja. So, oh nein, das ist verkehrt. Du kommst einen höher, das hatte ich ja gesagt. So. Tada. So, jetzt werden wir uns erstmal um die Bereifung kümmern.
wenn man das Bereifung nennen kann, beim Zug. So. Da fängt er dann hier. Seht ihr die drei Fenster? Da kommt auf jeden Fall die Bereifung hin. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Ist das bündig mit den Fenstern? Ja, da könnt ihr das sehen, da oben mit den Fenstern so. Das meine ich. So, wir brauchen mal die Schalter. Die Schalter sind schon wieder weg. Und wir brauchen jetzt noch einen Block. Ich benutze meistens den gemeißelten Quarzblock hier dafür. So, der kommt nämlich hier hin. Und hier hin. So, und hier ist dann diese Bereifung, diese Zugbereifung. Ich habe mehrere Bereifungen ausprobiert. Ich finde, die sieht am besten bei diesem Zug aus. So, hinten machen wir das auch. Zack, 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 zack. Hier kommt einer hin. Oh, hier muss der auch noch weg. So. So. Schick. Genau, so. Die andere Seite auch nochmal eben. Ja, ihr seht es ja immer alles doppelt hier. Der kommt weg, der und der. Die beiden kommen ja auch noch weg. Gemeißelten Quarzblock hin. Zack. Zack, zack, zack. Nee, TNT brauchen wir jetzt nicht. Soll ja alles stehen bleiben. So. Hier, den weg. 1, 2, 3, 4. Kohleblock rein. So, Schalter dran. Fertig ist die Geschichte. Von der Bereifung her. So. Gucken wir uns das alles mal ein wenig an hier, wie das so aussieht. Der ist noch nicht ganz fertig. So, man muss ja auch hier irgendwie reinkommen. Da habe ich gedacht, dann nehmen wir hier zwei Blöcke raus und wir brauchen dann eine Tür. Dafür nehmen wir dann diese Eisentür. Wir brauchen einen Schalter dafür. So, perfekt. Zack, zack. Geh wieder zu. Jo. Dann brauchen wir eine Leiter. Oh, Leiter, da ist Leiter. Die Tür müssen wir nicht an beiden Seiten unbedingt machen. Das kann man machen, wie man möchte. Oh, eine Leiter drunter. Dann sieht das aus, als könnte man da reingehen. Ja, man kann ja auch da reingehen. Innen drin ist ja mal recht viel Platz. Man kann dann noch einen richtigen Innenausbau starten. Das ist kein Problem. So, Kolben. Kolben haben wir hinten. Kolben brauchen wir auch vorne. So, die kommen nämlich jetzt hier dran. Ne? So. Kommen die auch noch dran. Ne? Ah, abchecken. Ich finde den auch cool, wenn man den in Rot und in Schwarz baut, wie ich das vorhin genannt habe, von den Farben. Fände ich auch ganz geil. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn man jetzt hier dann noch so ein paar Waggons und ein paar Anhänger, oder ne, Waggons heißt das ja im Zugbereich, Waggons hinterbaut, so, weiß ich, so 3, 4 Stück, das sieht bestimmt richtig geil aus, wenn man dann so von oben so schaut. Fährt da so eine Zugmaschine mit den ganzen Waggons rum, ist schon geil. Sieht auf jeden Fall schon super aus. Hat was. Hat definitiv was. Man kann natürlich hier vorne, man kann natürlich hier noch Bahnschienen hinbauen. Da gibt es zwei Varianten, das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Das gehört ja so mit dazu. Man kann einfach ganz, ganz einfach so Schienen nehmen. Die kann man dann hier so hinsetzen. So. Ich finde das bildlich auch immer ganz cool. So ganz easy. Man kann die auch noch ein bisschen auseinandersetzen, wie man möchte. Oder man macht es ein bisschen rustikaler. Da brauchen wir dann Holz für. Was nehmen wir denn dafür? Wir brauchen einmal eine Steinstufe. Ach, die haben wir schon drin. Und wir nehmen einmal Akazienholz. Das passt auch ganz gut. So, Akazienholz. Also macht man hier. Setzt man dann halt Steinstufen hin. So, jetzt machen wir mal richtige Schienen hier. Man kann natürlich die so grob raushängen lassen. So. Dann kann die natürlich auch. Oh, da brauche ich jetzt natürlich einen Block, Akazienblock für. Ne, es ist Fichtenholz. Da ist er. Akazienblock. Man kann natürlich die Blöcke hier auch so reinsetzen. Ich finde es irgendwie schöner, wenn die so ein bisschen oberhalb sind wie da. Das sieht dann. Uppala. Das sieht dann halt ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, das hat einen schöneren Effekt hier. Sieht zwar so ein bisschen grob aus. Man kann so welche Schienen nehmen. Man muss das auch alles so ein bisschen von oben betrachten. Es ist auch schon ein bisschen größerer Maßstab, als den ich so in Main City benutze. Aber reinpassen würde die Bahn auch. Ja. So. Ja, Leute. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbauen. Ist ein bisschen größeres Tutorial, aber das kriege ich da hin. Und dann würde ich nämlich sagen, sehen wir uns halt im nächsten Part von Minecraft Let's Build nicht. Minecraft Tutorials wieder. Ja, ich habe zu viele Projekte momentan. Vielen Dank fürs Schauen. Bis dahin. Ciao.